Oh, wer seid ihr denn? Ja, komm mal her hier. Komm her, Bruder. Wer bist denn du? Ist das schon alles, was du auffallen kannst? Oh, Kacke. Okay, dann maule ich mich auch. Okay, da muss ich auch ein bisschen gucken, wie ich das mache. Das üben wir nochmal, was? Ach komm, ich werde doch nochmal irgendwann nochmal einen Zorn kriegen von den Jungs. Sag mal, ist das nicht ein zulassungswidriger Spezialtreibstoff-Rückstoß-Booster der Zerstörerklasse? Ja, das ist einer! Warum? Tada! Okay. Wie geil. Okay. Ach, schade, da geht's gar nicht abzubiegen. Mu. So, der raubt uns wahrscheinlich gleich wieder vom Bike. Nehme ich mal an. Hey, das ist ja mein alter Freund, wie heißt der Nachlein? Ich freue mich, dass es dir wieder besser geht. Okay. Okay, okay. Da hat er uns mal wieder vom Bike gerockt. Das waren wir selbst. So, Ausfahrt nehmen. Fahren wir mal hier. Highway 9, Exit. Und dann halten wir hier mal an. Hier waren wir zwar schon mal. So, aber das ist eigentlich ein guter Zeitpunkt, um mal ein kleines Päuschen zu machen, wie ich finde. So, und es sieht so aus, als wenn wir jetzt tatsächlich irgendwie die Jungs erstmal. Wir können ja nicht viel machen. Vielleicht. Liegt hier auch irgendwo noch was rum? Ich kann noch mal ganz kurz hier. Hierhin schon. Wir haben doch dieses wie ja gesagt wurde, das Reifenabmachding, wurde gerade im Chat ja erwähnt. Das ist nämlich genau dieses Ding hier. Vielleicht können wir damit ja auch hier was abmachen. Das habe ich mir schon gedacht, aber er ist dann ja einfach nur hinter dem Wagen gelaufen. Ja, also, wie ich das mache, wollen wir mal gucken, ob er irgendwas tut oder. Ich glaube, der rennt einfach wirklich nur hin. Oder auch nicht. Ach, jetzt auf einmal. Ach, jetzt auf einmal. Guck mal, ich habe das gerade auf dem Wagen angewendet. Nichts passiert. Tja, das waren sie alle. Den hält jetzt nicht mehr viel hoch. Wie jetzt? Ach, das Rad ist noch separat. Das separate Rad. Ziemlich viel Gewicht auf den Babys. Okay. Kick mal gegen. Ich habe nicht vor, was zu kaufen. Du sollst nichts kaufen, du sollst das, du sollst dagegen kicken, du Nase. Du doofe Nase. Der Truck hat sie eingeklemmt. Ja, ist natürlich jetzt eine große Frage, der Anhänger. Sollten wir hier noch mehr? Nein. Anhänger. Anhänger. Hier gegenkicken vielleicht? Nein? Doch? Beweg dich ruhig noch langsamer. Guck mal, da geht. Siehst du, genau das hat er mich vorhin auch gemacht. Er ist einfach dahinter gelaufen und hat nichts getan. Der blöde Vogel. What? Natürlich. Natürlich. Okay. Okay, okay. Und was hat er jetzt? Was davon? Für eine Sauerei. Ja, aber echt? Was hast du denn da für Mist gemacht? Anhänger? Mal angucken, bitte. Dafür mussten wir jetzt die Das nenne ich Unfallgefahr.
Ja, finde ich gut. So, dann steigen wir jetzt mal wieder aufs Bike. Ich weiß nicht, ob wir hier noch was machen müssen. Ich glaube aber nicht. Im Zweifel wird da irgendjemand reinfahren wahrscheinlich. Kräftiger Tritt, mindestens 13 Punkte in Stärke, schreibt der Wolf gerade. Okay. Mindestens, wenn nicht noch mehr, wenn nicht das Doppelte. So, wir fahren mal in diese Richtung wieder. So ein ganz ein bisschen dezent Unfallgefahr, ja. Die Mine Road. Ich versuche jetzt aber trotzdem erstmal was anderes. So, da sind auch die Jungs jetzt wieder bestimmt. Siehst du, da sind sie nämlich. Ja. Mal sehen, ob wir die nicht dahin gelenkt bekommen. Sieh nur, wie er läuft. Fährt immer noch. Hier fahren. Genau das. That was the plan. Ladies and Gentlemen, we survived. Ja, schön, das hat geklappt. Das war Nestors Schuld. Natürlich. Steig schnell rein, ich habe einen Plan. Ich habe einen Plan. Wir werden diese Kornelgöre aus ihrem Versteck locken. Mit einem Motorrad. Boss, sie hat doch schon eins. Ja, aber an diesem hat sie mit ihrem Vater gearbeitet. Ist so eine emotionale Sache. Versucht nicht, das zu verstehen. Jetzt beeilt euch. Beeilt euch. Lohus. Das ist doch da. Da machen wir noch den Sprung mit der Rampe. Diese Szene kenne ich. Warte mal. So sah das früher aus. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Sehr, 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 sehr cool. So, was ist das hier? Professor Schmetterlings experimenteller Fluganzug. Ja, den hätte ich auch gern. Einer der vielen Todesfälle an dieser Schlucht. So, das machen wir nämlich auch hier. Ricky Myrons unverschämter Sprung über die Schlucht. Dies hier ist das letzte Foto von Professor Schmetterling. Ein Schmetterhake. Was haben wir hier? Plakette. Achtung. Die Puyahoga-Schlucht zu überspringen ist sehr verlockend, aber strengstens verboten und höchst gefährlich. Wir empfehlen zur Überquerung der Schlucht die kürzlich erbaute Puyahoga-Brücke. Fahren Sie vorsichtig. Was haben wir hier? Seiltänzer, menschliche Kanonenkugeln und sonstige Akrobaten. Schon viele haben versucht, die mächtige Puyahoga-Schlucht zu überqueren. Und die meisten haben versagt. Ja. Bis auf Ricky Myron, die fliegende Fackel. Er sprang über die Schlucht mit einem Corley-Motorrad. Später wurde entdeckt, dass er seine Corley manipuliert hatte, und zwar mit einem zulassungswidrigen Spezialtreibstoff-Rückstoßbooster der Zerstörerklasse und einem automatischen Luftkissengebläse. Das ist so geil. Myron erklärte, er würde diesen Sprung gerne wiederholen, um seinen Ruf zu bereinigen. Aber seine Spezialrampe sei von einer geheimnisvollen Trucks entführenden Motorradgang gestohlen worden. Rückstoßbooster und Luftkissengebläse, hm? Danke für den Tipp, Rick. Du hast aber recht, ich brauche diese Rampe. Yep. Ohne die Rampe geht gar nichts. Okay. Nicht zu Fuß. Ja, und ob? Die Ex-Brücke. Das ist da, wo man seine Ex runterstößt.
Deswegen heißt sie so. Irgendwas sagt mir, die Brücke ist kaputt. Ach was. Du bist ja ein ganzen Heller. Guck mal hier. Schlucht. Da musst du mal stehen zum Schluchzen. Was hatte er, was ich nicht hab? Ja. Außer einem Rückstoßbooster, einem Luftkissengebläse und einer lächerlichen Rampe mit aufgemalten Flammen an den Seiten. Ja, sonst nicht mehr, aber eben genau das. Genau, erst stoßen, dann schluchzen. So ist es. Okay, ja, schade. Schade. Ich hatte mir erhofft, hier noch mehr gerade zu finden, aber leider nicht. So, leck mal dein Bike wieder an, weil das so schön ist. Da lasse ich meinen Mund nicht ran. Mach, warum denn nicht? Mach doch ein bisschen. Ist doch dein Bike. So, wir es wird noch nichts. Was hatte er, was ich nicht habe? Eine Rampe halt, wa? War halt ein Rampensau, der Gute. Fop, 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 fop. So, mein Road, dein Road. Lass mal schauen. Die haben doch ihr Fahrzeug da stehen lassen, oder? Heißt, wir können da gleich mal einen Stopp machen. Oder? Geht's da? Ach, oder gibt's den Truck gar nicht mehr? Nee, doch, den gibt's noch. So, lass das da mal. Oh, die haben den ganzen Kram weggeräumt. Das ist ja nett. Das Hover-Auto. Komm, wir schauen uns mal um. Vielleicht finden wir noch irgendwelche Dinge. Total hinüber. Tritt halt gegen. Wie er sich freut. Ich fasse nichts an, das keine Räder hat. Einschlecken vielleicht? Da lasse ich meinen Mund nicht ran. Na komm, du mach doch. Total hinüber. Oh, Kotflügel, guck mal, da können wir nochmal gegenpetten. Nein. Komm nicht. Mach jetzt. Ich fasse nichts an, das keine Räder. Komm, du hast doch dieses Zeug hier. Dann mach doch nochmal was kaputt. Oh, wie geil. Was hat denn da jetzt rausgebaut? Reibt sich im Bad? Luftkissen, Gebläse, Gedöns, was ist das? Das ist ein Luftkissengebläse. Yes, wir haben Luftkissengebläse. Geilo. Total hinüber. Ist ja der Hammer. Wir haben ein Luftkissengebläse. Angebläse. Komm, dann mit dem Bike weiter. Und auf geht's in diese Richtung. Juhu. Schauen wir mal. Wo kommen wir denn hin? Ach, Tatsache, guck mal, hier ist wieder der Düngetruck. Ich dachte, dass sie den weggeräumt hätten, haben sie aber gar nicht. So, schauen wir mal.
der Weg ausgeschlossen. Verlagert. So. Yay, wir haben die Kette. Endlich, wir haben eine neue Waffe. Eine neue Waffe, juhu. Was ist los? Blei in der Hose? Da drin sollten noch ein paar Boots übrig sein. Ah, sehr gut. Gut, dann haben wir ihm jetzt auch ein bisschen das Nitro-Kram abgenommen. Das ist schon mal gut. Du willst noch mehr? Jetzt wollen wir dich mal fällen und deine Ringe sehen. Oh, meine Augen! Wow, gegen die Kettensäge hilft Dünger, hieß es gerade. Ja, das hilft tatsächlich. Alter, das hilft tatsächlich. Das ist ja geil. Ey, Freunde. Jetzt bin ich sauer! Jetzt bin ich sauer. Okay, und mit der Kettensäge machst du einfach alles weg. Und jetzt haben wir den Morgenstern. Und der Morgenstern ist lang genug. Damit kriegen wir dann den anderen Typen vom Bike. Das ist gut. Vielen Dank auch für diesen Tipp. Wieder da? Moin! Hallo! Yay, wir haben die Latte. Das geht. Ups. Upsi. Selbstzerstörung. Okay. Nice. Was doof ist, jetzt haben wir seine Goggles nicht. Ich hätte seine Goggles gerne gehabt. Yes! Tatsache, es hat geklappt. Goggles! Wuhu! Es hat geklappt. Schutzbrille anlegen. Yay. Yeah. Okay. Ich bin hier mal sehr gespannt, wo uns das hinführt. So, das habe ich in einen Exit. Wie jetzt? Jetzt hat er... Was zur Hölle? Was zur Hölle? Jetzt hat er es gefunden? Jetzt auf Anhieb? Okay. Okay, ich kann mich hier dran erinnern, an diesen Ort. Der sah früher noch ein bisschen anders aus. Nämlich so. So, und hier finden wir nämlich die Rampe. Die können wir gleich an unser Bike ranhängen. Oh ja. Was für Freaks sind das eigentlich hier?
Das Cavefish-Versteck, genau. So, man muss mal einfach nur mal schimpfen, weißt du? Einfach mal schimpfen und dann klappt das auf einmal auch wieder. So, die nehmen wir mit. Ne, die nehmen wir uns erstmal und damit machen wir erstmal diese Nappels hier weg. Diese ganzen Plöpsels. Diese ganzen Dinger werden damit entfernt. Was soll auch immer das sein mag. Leck sie an. Lass ich meinen Mund nicht dran. Warum nicht? Die hat eine Anhängerkupplung, der Gute. Ich dachte, wir müssen diese Nappel hier noch abmachen. Ich sollte hier lieber verschwinden. Ja, mach doch. Dann mach das doch. So, genau. Jetzt muss man nämlich hier diese Dinger noch entfernen, sonst verfolgen die uns nämlich. Das weiß ich noch. Das kenne ich aus der Demo noch. So war das. Genau daran konnte ich mich noch erinnern. Yes. Die Rampe steht. Und wenn man darüber springt, bin ich fertig. Wenn man darüber springt, da war nämlich auch das, die Demo fertig. Also es gab eigentlich nur diese Szene hier in dem komischen, in der Kneipe. Dann hier mit den komischen Pinüppeln, mit der Rampe und dann hier rüberspringen, dann war es vorbei. So, benutze doch mal dein Bike, mein Bester. Das wäre doch voll super, oder? So. Sagen, das ist doch der geeignete Ort, wa? Was? Das ist ein Luftkissengebläse. Sieht gut aus für ein gebrauchtes Teil. Er braucht ein Luftkissengebläse. In Ordnung. Ich habe genug an meinem Bike rumgebastelt. Yep. Energie! Natürlich! Jungs, mit denen ich wirklich gern mal fahren würde. Los, gib Gas, ich will wissen, wer das ist.